Hallo, liebe Freundinnen und Freunde in der Selbsthilfegruppe. Es ist sehr schade, dass wir euch dieses Jahr nicht in Braunlage live treffen können. Aber wir freuen uns umso mehr, euch auf diesem Weg einen virtuellen Gruß zu übermitteln. Die Pandemie hat, wie ihr auch gemerkt habt, vieles zum Erliegen gebracht. Und auch wir mussten erstmal schauen, wie wir unsere Arbeit mit der Stiftung fortsetzen können. Aber wir haben gemerkt, es gibt weitere Perspektiven, die uns die Pandemie eröffnet hat. Die haben wir genutzt, um neue Projekte auf den Weg zu bringen. Diese Projekte möchten wir euch gerne jetzt vorstellen. Als im Frühjahr 2020 Corona bei uns hereinbrach, bedeutete das für uns alle erstmal Stillstand. Auch für mich ganz persönlich. Es ging darum, meine damals sehr kleine Tochter irgendwie zum Schlafen zu bringen. Und am Anfang habe ich immer gedacht, ich fahre mit ihr mit dem Auto quer hier durch die Region und irgendwann schläft sie. Aber da man in dieser Zeit so viel Zeit hatte, habe ich dann irgendwann angefangen, doch ganz kleine Spaziergänge mit ihr zu gehen. Und man kann sehen, für uns als Mensch mit HSP, wenn man Zeit hat, was man doch alles schaffen kann. Weil ich immer mehr gemerkt habe, wenn ich mir diese Zeit nehme, schaffe ich einen Kilometer, schaffe ich vielleicht noch mehr. Und daraus ist dann aktiv im Stillstand unser Motto, eine Idee erwachsen, wie man daraus auch für die Stiftung etwas machen kann. Ich hatte mir vorgenommen, in einer bestimmten Zeit, in 14 Tagen, möglichst viel Strecke zu gehen, trotz meiner Behinderung. Und basierend auf dieser Idee haben wir dann ein Video zusammengeschnitten, das Nils Eden tollerweise für uns zusammengeschnitten hat, der auch dieses Video heute macht. Und das wollen wir euch jetzt nochmal vorstellen. Hallo, ich bin Henry. Ich habe HSP. Das ist eine seltene neurologische Erkrankung. Die zentrale Nervenbahn im Rückenmark degeneriert langsam. Als Kind habe ich noch wirklich Fußball gespielt im Verein. Jetzt bin ich 40 Jahre alt und ich muss sagen, ich sitze doch die allermeiste Zeit im Rolli. Jeder eigene Schritt ist für mich eine Überwindung. Aber trotzdem will ich weiter aktiv bleiben und das machen, was ich eben kann. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, ich mache eine Walking Challenge. Das heißt, ich will in den nächsten 14 Tagen mindestens 18,48 Kilometer laufen. Das passt zum Gründungsdatum meines Lieblingsvereins des VfL Bochum. Also jeden Tag mehr als ein Kilometer. Das ist für mich echt eine extreme Herausforderung. Ich werde super langsam sein und dafür sehr, sehr lange brauchen. Aber ich will es schaffen und ich brauche dafür eure Hilfe, eure Unterstützung. Ich sammle Spendengelder für die Stiftung, die mein Vater gegründet hat, die sich der Erforschung dieser Erkrankung annimmt, der HSP. Sie ist bislang unheilbar. Aber wir fördern Forschungsprojekte, die diese Erkrankung eines Tages heilbar machen wird. Und 100% der Spendengelder gehen in diese Forschungsprojekte. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Bitte macht mit. Jeder kleine Beitrag hilft uns sehr weiter. Vielen Dank und unterstützt mich beim Gehen. In diesem Video war die Idee für unsere Walking Challenge geboren. Eben, dass ich in 14 Tagen so lange wie möglich, so viel wie möglich um das Bochumer Ruhestadion laufe. Und was dann Ende August, Anfang September, als ich diese Challenge gemacht habe, über uns hereingebrochen ist, war für mich auch unvorstellbar. Wir hatten eine riesige Medienresonanz, eine riesige Spendenresonanz auf diese Aktion. Das war unglaublich und hat diese Stiftung bisher so nicht mitbekommen. Es haben wirklich alle großen Medien hier, die WAZ, die Bild, der WDR, der VfL Bochum, haben darüber berichtet und es war eine ganz tolle Aktion, wie ihr hier sehen könnt, was dort alles berichtet worden ist über uns. Ich habe es auch erfreulicherweise wirklich gut geschafft, dieses Pensum zu bewältigen. Ich hatte schon nach 11 Tagen meine 18,48 Kilometer, die ich ja analog zum Gründungsdatum des VfL schaffen wollte, schon hinter mir und am Ende habe ich gut 25 Kilometer gelaufen. Bei
dem letzten Tag beim Zieleinkunft am Ruhrstadion hat uns der Oberbürgermeister von Bochum, der Vorstand des VfL Bochum, empfangen. Das war eine tolle Sache und wir konnten sehr, sehr stolz verkünden, dass wir über 25.000 Euro alleine durch diese Aktion hereinbekommen haben. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön im Namen der Stiftung an alle Menschen unter euch, die sich daran beteiligt haben. Das war eine wirklich super Aktion. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Projekt zu suchen, was aus diesen Spendengeldern gefördert wird. Ich kann schon sagen, das wird sehr patientennah sein, unmittelbar dran, dass Patienten direkt spüren, wie sie mit ihrer Erkrankung besser zurechtkommen. Es wird um Wasserphysiotherapie gehen, aber wir werden im Laufe dieses Jahres genauere Details dazu bekannt geben. Ein ganz wichtiger Termin in unserem jährlichen Stiftungskalender ist unser Symposium. 19 Mal haben wir schon Forscher aus aller Welt zusammengeholt, die miteinander über die aktuellen HSP-Forschungsergebnisse diskutieren und die wir bewusst an einen Tisch zusammenbringen. So hatten wir es auch im Jahr 2020 vor. Das Symposium sollte angedockt an einen großen Forscherkongress im Frühjahr 2020 in Baden-Baden stattfinden. Und auch hier hat uns Corona wieder völlig aus dem Konzept gebracht. Natürlich musste die Veranstaltung dann zunächst abgesagt werden. Wir hatten davor, das Symposium dann auf den November 2020 zu verschieben und dort kam uns dann die zweite Welle wieder in den Weg. Wir haben uns dann recht kurzfristig dafür entschieden, die Veranstaltung rein digital durchzuführen. Das heißt, die Forscher haben ihre Vorträge per Zoom gehalten und wir haben parallel einen Livestream organisiert, über den Besucher dann erstmals auch live zuschauen konnten. Und hier ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie Corona eine große Herausforderung war, die aber letztlich auch für uns, muss man ehrlich sagen, unheimlich viel gebracht hat. Denn die Resonanz auf dieses digitale Symposium war überwältigend. Wir hatten wie immer 50, 60 Forscher, die sehr aktiv und gut miteinander diskutiert haben. Technisch hat das Ganze reibungslos geklappt. Die Forscher haben dort ihre Vorträge per Zoom gehalten. Dazu gehörten auch die drei Personen, die wir in diesem Jahr als Forschungsprojekte gefördert haben. Wir können hier die Bilder von den Forschern sehen, die auch dort in diesem Fall digital ihre Projekte vorgestellt haben. Und wir hatten unglaubliche 2000 Besucher, die sich im Laufe des Tages digital zugeschaltet haben, aus aller Welt und verfolgt haben, was die Ärzte dort miteinander diskutieren. Sogar als Beispiel von der australischen Selbsthilfegruppe kam eine Rückmeldung, endlich können wir mal dabei sein und wir finden es ganz toll, was ihr hier auf die Beine stellt. Und wir müssen ein ganz großes Dankeschön an Professor Klebe und Professor Depien von der Uniklinik Essen machen, die dieses Symposium inhaltlich total begleitet haben, auch technisch uns da geholfen haben. Das war für uns ein Highlight und darauf wollen wir auch in diesem Jahr wieder aufbauen. Ein dritter wichtiger Bereich für uns in diesem Jahr war mal wieder die Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen, die HSP aus ihrem Schattendasein zu holen und sie in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Dabei helfen uns prominente Gesichter. Wir haben ja schon lange diese Idee der Schrittmacher. Prominente, die uns ihr Gesicht leihen und ein kurzes Statement, mit dem wir in die Öffentlichkeit gehen können. Da haben wir den Sänger Roland Kaiser zum Beispiel gewinnen können, die Schauspielerin Eleonore Weisgerber oder die Schriftstellerin Gabi Hauptmann. Und in diesem Jahr haben wir nochmal einen ganz prominenten, tollen Zuwachs bekommen, auf den wir sehr, sehr stolz sind. Claudia Roth, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ist Schrittmacherin unserer Stiftung geworden und gleichzeitig auch die neue Schirmfrau unserer Stiftung. Sie ist als Vizepräsidentin eine der höchsten Repräsentantinnen des deutschen Staates und ich glaube, wir können als kleine Stiftung, als seltene Erkrankung sehr, sehr stolz darauf sein, dass jemand so Prominentes sein Gesicht für uns zeigt und sagt, auch diese Gruppe darf nicht vergessen werden und diese Gruppe muss unterstützt werden. Claudia Roth hat uns zum Tag der seltenen Erkrankung in diesem Jahr 2021 ein tolles Statement geschickt, was wir jetzt einmal präsentieren wollen. Die Tom-Walik-Stiftung zeigt auf beeindruckende Weise, wie das Engagement Einzelner ganze Berge versetzen kann. Menschen mit seltenen Erkrankungen, und davon gibt es in Deutschland allein geschätzte 4 Millionen, aber auch ihre Angehörigen werden oft mit ihrem Schicksal völlig allein gelassen und von der Forschung sträflich vernachlässigt. Die Tom-Walik-Stiftung hat nicht nur Aufmerksamkeit für die Erkrankung HSP geschaffen, sie schenkt den Betroffenen Hoffnung. Sie macht Mut in einem Kampf, der einst ausweglos schien. HSP, das sind drei Buchstaben, die ein Leben im Rollstuhl bedeuten können.
Zwischen 2000 und 3000 Menschen sind in Deutschland an der hereditären spastischen Spinalparalyse erkrankt. Auch mein so lieber Freund Henry. Nur wenige Ärzte sind mit dem Krankheitsbild überhaupt wirklich vertraut und daher sind Fehldiagnosen häufig. Dabei wissen wir doch alle, wie sich das Leben für die Betroffenen und ihre Familien von heute auf morgen mit einer Erkrankung dramatisch verändern kann. Und wie wichtig dann ist, dass medizinische Forschung nicht nur dort passiert, wo es genügend Betroffene gibt, sondern dass mit der richtigen Diagnose auch die geeigneten Reha- und Therapiemaßnahmen möglich sind, damit alle Betroffenen auch weiterhin teilhaben können. Es ist wichtig, an Tagen wie heute, aber auch darüber hinaus, den Scheinwerfer auch auf die scheinbar kleine Gruppe von Menschen zu richten, von denen jedes einzelne Schicksal uns berührt und deren Stimmen hörbarer sein müssen. Denn, wie heißt es im wunderschönsten Satz, der unser Eigentum ist, im Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jedes Menschen. Das waren unsere Aktivitäten im Jahr 2020. Was haben wir zukünftig vor? Die Forschungsförderung bleibt unsere Herzensangelegenheit. Zurzeit bearbeiten wir gemeinsam mit einer wissenschaftlichen Jury 11 Projektanträge, aus denen wir wieder Gewinner auswählen werden. Diese Gewinner werden beim nächsten Symposium ihre Arbeit vorstellen. Darunter wird das 50. Projekt sein, das die TWS fördert. Auch die Planungen für unser nächstes Symposium haben bereits begonnen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit der virtuellen Umsetzung und werden auf jeden Fall dabei bleiben. Dennoch hoffen wir in diesem Jahr auch wieder mit der gesamten TWS-Forscherfamilie live zusammenkommen zu können. Das nächste Symposium wird voraussichtlich Ende November in Essen stattfinden. Am allerwichtigsten brauchen wir natürlich auch in diesem Jahr und in der Zukunft wieder eure und ihre Unterstützung. Wir zählen auf euch und als kleinen Tipp, unser Tomi-Bär ist wieder da, der nicht nur Freude bringt, sondern auch für unsere Stiftung was Gutes tut. Ganz vielen Dank und bis bald.